Josea hat 5 T-Shirts, ein rotes, ein blaues, ein weißes, ein gelbes und ein grünes. Auf wie viele verschiedene Arten kann sie sie in ihrem Schrank übereinander stapeln, wenn das weiße T-Shirt sich nicht in der Mitte des Stapels befinden darf? Hier sind die 5 T-Shirts und es gibt Fakultät von 5 Möglichkeiten, diese T-Shirts übereinander zu stapeln. Von dieser Fakultät von 5 müssen wir aber die Anzahl Möglichkeiten abziehen, die es gibt, wenn man weiß, dass das weiße T-Shirt sich in der Mitte befindet. Diese Anzahl Möglichkeiten ist die Fakultät von den 4 anderen T-Shirts. Also müssen wir von der Fakultät von 5 die Fakultät von 4 abziehen. Die Fakultät von 5 kann man schreiben in die Form 5 mal Fakultät von 4. So können wir die Fakultät von 4 ausklammern und finden 4 mal die Fakultät von 4. Das heißt 4 mal 24, also 96. Und demzufolge ist Antwort D die richtige.